Des einen Freud, des anderen Leid. Während die Anhänger von Barack Obama in den USA jubeln, schieben die Republikaner Frust. Eigentlich ist damit fast alles wie vorher. Der Demokrat Obama bleibt als Präsident weitere 4 Jahre im Weißen Haus. Seine republikanischen Gegner haben erneut die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Doch die Krise ist längst nicht ausgestanden. Höchste Zeit, sich an einen Tisch zu setzen. Obama muss sehen, dass das nächste halbe Jahr entscheidend ist. Es gibt den Ton vor für seine letzten 4 Jahre. Wie Obama in seiner Siegesrede zeigen sich auch die Republikaner bereit zur Zusammenarbeit. Mr. President, dies ist Ihr Augenblick. Wir sind bereit, geführt zu werden. Nicht als Demokraten oder Republikaner, sondern als Amerikaner. Wir wollen, dass Sie führen. Nicht als Liberaler oder Konservativer, sondern als Präsident der USA. Und wir wollen, dass Sie erfolgreich sind. Das wollen wohl auch die meisten Europäer. Viele sind froh über Obamas Wiederwahl. Präsident Obama ist besser als Romney beim Herangehen an die Eurozone. Er glaubt eher an internationale Zusammenarbeit. Darum wird er auch aktiver Versuche unterstützen, die EU-Rettungspläne zu koordinieren, auch beim IWF. Viel Geld werden die USA da allerdings nicht hineinstecken können. Die Ära Obama wird nach seiner Wiederwahl nun im Januar 2017 enden. Und die Experten erwarten, dass Obama sich bis dahin mehr und mehr in der Außenpolitik engagieren wird. Zum einen haben die Präsidenten dort mehr Macht als in der Innenpolitik. Und zum anderen interessieren sich wiedergewählte Präsidenten mehr dafür, was von ihnen bleibt. Und das soll mehr sein als ein bloßer Ohrwurm. Yes, we can.